Hallo! Wie ihr seht, bin ich lässig am Üben. Für die heutige Folge habe ich eine E-Mail von Caroline H. erhalten. Sie spielt das schöne Instrument Marimbafon. Marimbafon-Spieler spielen immer mit mindestens 4 Schlägen. Also da wird koordinativ einiges abverlangt. Ist schon sehr bewundernswert, was Marimbafon-Spieler da machen. Wir starten zunächst mit einer Übung für die Koordination, Konzentration und gleichzeitig ist sie auch ein Warm-up. Die Übung heißt Stomp. Und wie der Name schon sagt, stampfen wir auf den Boden, dann klatschen wir in die Oberschenkel und in die Hände. Das Ganze nochmal wiederholen und beim dritten Mal nur auf die Oberschenkel und in die Hände klatschen. Gemeinsam mit mir viele Wiederholungen. Bereit? Gleichzeitig haben wir eine Fingergymnastik mit dabei. Daumen berührt den Zeigefinger und wir wandern Finger für Finger weiter. Ich zeige es euch erstmal nur mit einer Hand. So, gleichzeitig macht die andere Hand das jetzt gegengleich. Das heißt, wir beginnen hier beim kleinen Finger. Finger für Finger weiter wandern, die eine Hand vor, die andere zurück. Probiert mal aus, wie es besser funktioniert, entweder mit hinschauen oder wenn man wegschaut. Jeder hat da seine eigene Taktik. Und meistens dann, wenn man denkt, jetzt geht's aber einfach, ist man falsch, so wie ich jetzt gerade. Klasse, das müsst ihr einfach eine Weile üben. So, wir kommen zum Kräftigungsteil. Dazu nehme ich mir die Wand zur Hilfe. Und zwar stellt ihr euch mal mit dem Rücken zur Wand, die Knie werden gebeugt, das Gesäß berührt den Rücken, die Schulterblätter sowie die Schultern. Wir legen unsere Ellbogen an die Wand und jetzt dürft ihr einfach mal ganz kräftig 10 Sekunden lang gegen die Wand nach hinten drücken. Ruhig und gleichmäßig dabei weiteratmen. Achtet darauf, dass ihr nicht ins Hohlkreuz geht. Bauch wird angespannt, Rücken wird angespannt. Sehr gut. Das würdet ihr jetzt auch noch ein zweites Mal wiederholen. Auch wieder 10 Sekunden halten. Beansprucht wird dabei der obere Rückenbereich, die Muskulatur an den Schulterblättern sowie die Schultergürtelmuskulatur. Die andere Übung ist für die Brustmuskulatur und für die Arme. Dazu stellen wir uns auch wieder an die Wand. Hände berühren die Wand. Wir gehen noch einen Schritt nach hinten. Und jetzt machen wir Liegestütze an der Wand. Je weiter ihr nach hinten geht, desto anstrengender wird es. Davon machen wir auch wieder 10 Wiederholungen, kurze Pause und dann nochmal 10. Macht ihr super. Somit haben wir auch alle Muskeln gekräftigt, die man zum Marimbafon-Spielen benötigt, wie schon genannt. Brustmuskulatur, Schultergürtel, Arme, Hände und hinten der obere Rückenbereich. Als nächstes machen wir eine Lockerungsübung, kontralateral schwimmen. Das heißt, ein Arm geht nach vorne, einer schwimmt zurück. Mit dem Oberkörper drehen wir uns mit in die Bewegung. Stellt euch vor, ihr habt zwei schwere Wasserflaschen in den Händen. Und durch das Gewicht der Flaschen werden die Arme in die Länge nach unten gezogen, sodass ihr alle Anspannung im Schultergürtel und im Hals-Nackenbereich verliert. In den Knien nachgeben, das nennt man dann Bouncen. Ganz locker. Den Schwung kleiner werden lassen. Variation von dieser Übung
Wir nehmen mal einen Arm nach vorne, einer geht hinter den Körper und drehen uns auch wieder ganz ein. Der Oberkörper dreht sich mit. Die Rotation habt ihr auch häufig beim Marimba-Fonspielen. Deshalb hier eine Rotationsübung, gleichzeitig wie gesagt Lockerung im Schultergürtel und im Hals-Nackenbereich. Und damit sind wir schon wieder bei der letzten Übung angelangt. Diese Übung dehnt den Unterarm. Wir strecken mal den rechten Arm nach vorne. Mit der linken Hand greifen wir den Handballen und jetzt ziehen wir die Hand nach unten. Aufpassen bitte nicht die Finger greifen, denn sonst überstreckt ihr euer Fingergelenk. Das Ganze so ungefähr 15 bis 20 Sekunden lang halten, dann merkt man dann schon, wie es hier zieht. Die Knie sind auch beim Dehnen leicht gebeugt. Die Übung wird zweimal wiederholt, also zweimal die Seite. Und ihr erinnert euch bestimmt noch an die Folge 4, da ging es um das Thema Cooldown und Dehnungsübungen. Da hatte ich euch darauf hingewiesen, dass Dehnungsübungen bitte erst immer nach dem Musizieren durchgeführt werden sollen. Denn ihr braucht als Musiker Bereitschaftsspannung. Und sowieso beim Marimba-Fonspielen habt ihr schnelle Bewegungen, da wäre es kontraproduktiv, wenn ihr vorher dehnt. Ja? So, damit hätten wir es schon wieder geschafft. Ihr wiederholt das noch ein zweites Mal. Und dann dürft ihr euch gleich für die nächste Folge was überlegen. Dürft mir gerne schreiben. Jedes Instrument ist herzlich willkommen. Ich freue mich auf euch und wünsche euch was. Tschüss!